Elden Ring, mein viertes Souls-like-Spiel. Oh ja, schön. Schön vom Baum geschlagen. Was? Oh, nein. Jetzt Damage Run. Oh, schön. Wir haben es geschafft. Was? Nur 1000 Seelen? Nur 1000 Seelen für den? Langschwert kaufen wir uns. Die Wölfe sind auch noch super. Super verlockend, aber ich glaube, das ist dann ein Verbrauchsgegenstand. Wir haben auch keine Klangperle, verdammt. Gut, dann rüsten wir das neue Schwert mal aus. Dann schauen wir uns mal das Moveset an. Ja, schön. Hat gute AOE, sag ich mal. Gefällt mir. Und jetzt vergleichen wir das mit dem Schwert von den Leuten hier, von den Soldaten. Ungefähr die gleiche Größe, nur ein bisschen anders und besser. Ah, das haben die haben auch die gleichen Duell-Versionen, also die gleichen Specials. Hm, interessant. Jetzt ist nur die Frage, welches wollen wir denn verwenden? Das stärkere oder das schwächere? Warum ist denn der Wert da hinten anders? Das verstehe ich nicht ganz. Zurück. Oh, das ist wieder super friemelig. Verdammt. Hm, naja, komm, wir nehmen das Langschwert. Guten Abend, ihr Knappen. Heute werde ich in Elden Ring noch ein bisschen farmen, damit wir gegen den ersten Boss kämpfen können. Ich habe mich schon ein bisschen umgezogen, denn ich habe gesehen, wir haben bessere Rüstung mit mehr Rüstungswerten, die eine bessere Rüstung darbietet, mehr Schutz. Und wir haben immer noch die mittlere Last. Das ist sehr erfreulich, finde ich. Und weil ich auch gesehen habe, dass Gegner ihre Waffe fallen lassen können und auch Ausrüstung, werden wir hier ein bisschen grinden und auch oben bei der Balliste ein bisschen grinden, denn dort gab es ein mit einem Langschwert. Oh, Spaltaxt haben wir bekommen. Messingschild auch noch. Oh, schick. Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, ob wir Items schon... Warte mal, wir haben doch, glaube ich, schon so rostige Münze gefunden, die wir verwenden könnten, um bessere Sachen zu finden. Ein Fragment. Die Laterne könnten wir mal ausrüsten. Das würde mir bestimmt gut gefallen. Herstellungsmaterialien, Verstärkung, Schlüsselobjekte. Hä, das habe ich doch schon gefunden. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ach ja, die Schilder können wir mal vergleichen. Ja, Ansicht wechseln, Mitte. Ach das, keine Talente parat. Hm. Ah, das können wir noch nicht verwenden, weil uns da die benötigte Stärke fehlt. 4 Punkte, oh. Ich habe schon den ersten Stufenaufstieg mir freigespielt. Natürlich gehen wir wieder auf Stärke. Ja, und das nächste Level gehen wir dann auf Kraft, damit wir noch mehr Leben haben. Denn unsere Purpurtränen haben sich ja schon ein bisschen verbessert. Und das nächste Level steht bereit. 23 mehr Leben und mehr Verteidigung gegen magische Waffen. Finde ich ganz nett. Schild des Getreuen. So langsam kriegen wir den Loot, den ich haben möchte. Level Nummer 3 geht wieder in Stärke rein. Und jetzt bekommen wir auch mehr Verteidigungskraft. Schön. Ich habe die gefundenen Waffen und Rüstungen verkauft und dadurch können wir uns noch ein weiteres Stärke-Level holen. Ein weiteres Stärke-Level gibt es. Wunderschön. Wenn ich jetzt noch bessere Waffen hätte, die mit Stärke skalieren, dann würde sich das alles hier wesentlich mehr lohnen. Ich habe bei dem Grind von dem Großschwert noch einen Schmiedestein bekommen und jetzt bin ich mir gewiss, dass ich gerne mein Langschwert auf plus 1 haben möchte, um gegen den Boss zu kämpfen. Und der Typ ist noch nicht abgefahren oder es gibt mehrere von ihnen, denn wir hatten ja im Sumpf hier oben einen weiteren Händler gesehen und anscheinend sind das nicht die gleichen. Gut, ich werde jetzt noch wahrscheinlich zweimal probieren, an das Langschwert zu kommen. Und wenn nicht, dann gebe ich das auf, denn ich habe bessere Bolzen bekommen mit 15% oder 15 Angriffskraft mehr Schaden. Ich habe alle Rüstungsteile bekommen. Ich habe eine Menge Schilder und Zeug bekommen, aber noch nicht mein Langschwert.
was ich so gerne möchte. Dementsprechend glaube ich, dass ich auch so mit am Ende meines Grinds gekommen bin. Und ich habe auch sogar die Ausrüstung von dem Typ bekommen, der hier eigentlich nur einmal auftaucht mit seinem Anglerhut, mit seinem kleinen Dolch. Da haben wir die Bolzen der Getreuen bekommen. Das sind Bolzen, die ein bisschen mehr Schaden machen. Und das finde ich ziemlich interessant, dass man hier verbesserte Sachen finden kann. Die Armbrust würde ich auch gerne mal ausprobieren. Die kann wahrscheinlich ganz gut sein, um die Gegner anzulocken. Und ich habe auch schon gesehen bei meinem Grind hier, die verbesserte Rüstung, die zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich nehme wesentlich weniger Schaden bei den Typen. Sei es, ob sie meinen Rücken angreifen oder von vorne oder das Langschwert. Es macht jetzt wesentlich mehr Spaß, kleinere Fehler einzugehen, um den einen oder anderen Gegner dann zu durchtrennen mit unserem kleinen Langschwert hier. Dementsprechend ist das ganz toll. Das Tolle ist auch bei dem Großschwert-Typ, der hat das alte Moveset oder das, was mir bekannt vorkommt. Das finde ich super toll. Und diese Geräusche, oh, die hätte ich so gerne. Aber nein, er will mir erst sein kleines Schwertchen da nicht geben. Verdammt. Und so langsam kommen wir auch in den Genuss von, hey, ich möchte jetzt endlich mich wieder gegen den Boss probieren. Wir gehen nochmal auf Geschick. Ne, wir gehen auf Kraft, auf Leben. Das lohnt sich am Anfang wesentlich mehr. Nein, oh, wow, wow. Das war absolut nicht gut. Ja, das war mal wieder ein kleiner Versuch. Jawohl, komm her. Ein paar schwerere Angriffe wären mir wesentlich lieber. Denn da ist dann unser Zeitfenster ein bisschen größer, wo wir angreifen können. Und ich glaube, wir holen uns den Magier. Zauberer Rogier. Komm her, mein Freund. Der hat einen Zauberstab und so ein Langschwert. Das gefällt mir gut. Können wir noch mit dem ein bisschen reden? Oder irgendwas? Nee. Er ist einfach bereit für den Kampf. Und jetzt sehen wir auch seine Leben. Schön. Jetzt durchschreitet er auch die Nebelwand. Oh was, der hat damit schon Schaden genommen. Das war ja äußerst mies, Margit. Äußerst mies. 88 Schaden dafür nur. Oh Gott. Ja, ich glaube, den soll man auf jeden Fall nutzen, den Zauberer. Schick. Macht zwar überhaupt keinen Schaden. Aber so können wir gut angreifen. Oh, wir haben seine Ausdauer durchbrochen. Gebacksteppt, man kann ihn backsteppen. Was? Was zum Teufel lernen wir da Tolles? Oh nein, wenn er jetzt runterfällt. Ich meine, es war sowieso für ihn. Komm, komm, ich möchte ihn ablenken. Heil dich, nein, geh doch nicht in den Angriff. Ja, oder ich möchte ihn so ablenken. Jawohl. Greif nochmal an und damit ist der Geschichte und damit ist es wieder ein One-on-One. Zauberer Rogier ist tot. Zauberer Rogier. Vielen Dank, mein Freund. Du hast es mir ein bisschen leichter gemacht. Oh, du Drecksack. Das war mies. Das war super mies. Ja, ich glaube, der Schlüssel zum Kampf, zum Sieg ist eine Armbrust. Weil der hat nur wirklich zwei Fernkampfangriffe und der Rest ist Nahkampf. Gerade auch bei seinen Kombos. Gut, und jetzt können wir gleich mal sehen, ob der gute Rogier wieder auftaucht oder ob wir uns damit unsere Chance verspielt haben, hier überhaupt was zu schaffen. Goldenes Rufzeichen. Ja, schön, das funktioniert. Ja, shit, ich heile mich jetzt nochmal. Oh nein, ich glaube, man muss ihn anvisieren, anders wird's nichts. Ein neuer Kampf, diesmal zweihändig. Oh, Rogier hat davon einen abbekommen. Mit zweihändigem Schaden sollte das wirklich besser werden.
Jawohl. Oh, gut gemacht. Gut. Wir haben noch volle Leben. Oh, oh, oh. Jawohl. Oh, noch 500 Schaden. Was? Oh, da habe ich mich zum Glück nicht verzockt. Ich glaube, der hat den von vorne so pariert oder gestaggert, irgendwas von beiden. Und diesmal läuft es wirklich wesentlich besser. Ja, es läuft super. Rogier hat auch noch recht viele Leben. Liegt daran, weil der Kampf super schnell geht. Dementsprechend bin ich sehr motiviert, dass wir zusammen das schaffen, mein alter Magierfreund. Oh. Ich räche mich. Jawohl. Ja, und nochmal gebackstabbert. Und weglaufen. Obwohl Rogier das tankt. Du Drecksack, das war mein bester Freund. Aua. Oh nein, jetzt bloß kein Fehler machen. Oh, oh, okay, wir haben noch 4 von 5 Popo-Tränen. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Reinrollen. Sieht sehr gut aus. Ah, komm, wir verschwenden mal eine. Nein. Jawohl. Oh. Ah. Oh. Das hat keinen Schaden gemacht. Jawohl. Ah, verdammt. Oh nein. Jetzt schnell heilen. Gut. Nein. Oh, schön reingerollt. Verdammt. Das ist jetzt wirklich ein Damage Race. Das ist ein verdammtes Damage Race. Was? Wie viele Kombos hast du denn noch? Meine Fresse. Hallo? Oh Gott, wenn er mich jetzt in den Rücken... Alter! Boah! Das kann doch nicht sein. Dieser scheiß Combo Master. Für einen weiteren Punkt in Kraft reicht es noch. Ich habe noch ein bisschen gegrindet. Und so langsam bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es gar kein Langschwert, Großschwert am Anfang gibt, das man da bekommen kann. Ein schöner neuer Morgen erwartet uns hier in Leonia, dem Seelenland im Nordwesten von der Karte, wie ich hier so gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, wenn wir den ersten Boss besiegen, kommen wir dann auf die nächste Karte, weil seht ihr, wie klein das Gebiet von Limgrave ist? So könnte ich mir das vorstellen, wie das Ganze funktioniert, auch mit der Overworld, dass sie nicht so groß ist, aber auch gleichzeitig ziemlich groß dann zu verschiedenen Gebieten. Oh, 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 da wollte sich jemand von hinten anschleichen. Und diesmal werden wir uns nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden nicht nochmal gegen Bosse kämpfen, die für mich noch nicht gemacht sind, sondern wir werden ein bisschen erkunden, ein paar neue Sachen machen und sehr viel Spaß haben in diesem zweiten Sumpf. Hey, der zweite Sumpf, das klingt ja spaßig. Ah, die Kristalle, die werde ich auch mitnehmen. Ja, ich bekomme zwar nichts, aber das Geräusch, wenn man sie zerstört, das ist befriedigend genug. Aber hier bei den Kristallen muss doch was Schönes geben. Material sammeln. Schimmersteinglühwürmchen. Und ich habe mich auch schon ein klein wenig informiert. Oh, jawohl. Jetzt. Ja, ey, ui. Ah, verdammt. Das war ziemlich viel Schaden. Ich habe mich ein bisschen informiert, wo wir denn neue Schmiedesteine und so bekommen. Und da werden wir auch, ja, in naher Zukunft mal unterirdisch vorbeischauen. Leonia. Ah, wir haben die Karte gefunden. Schön. Oh. Ah, okay. Verstehe, das ist also doch das Gebiet. Und es geht dann immer weiter und wird immer größer. Verstehe. Verstehe. Oh. Wo werden wir denn mal hingehen? Wahrscheinlich hier Richtung der Festung. Obwohl solch große Sachen immer negativ gemeint sind, weil dort Feinde sein werden, die für mich viel zu stark sein werden. Los, den überraschen wir. Ja, das sind nämlich Zauberer. Oh. Und die Zauberer, die sind immer am nervigsten.
ich den letzten überhaupt eliminiert? Ja, habe ich. Was kriege ich da? Wieder ein Grabpfeilchen. Wir heilen uns. Und was ist denn das? Ach, das ist... Ja, für den Sturmwind. Genau. Geisterquellensprünge. Oh, und ich glaube, wir werden jetzt erstmal das erste Mal mit Sturmwind ein bisschen rumziehen, weil ich das schon immer mal machen wollte. Ich habe mal geschaut und meine Vermutung ist, dass wir den Sturmwind, unser Pferdchen, nur bei Ort der Gnaden bekommen werden. Nicht, dass das Pferd dann einfach hier irgendwo spawnt, wo es eigentlich nicht dafür gemacht ist. Oh. Den Typen da hinten, den werde ich von seinem Pferd, von seinem Schimmel auf jeden Fall schubsen. Ja, wie viel geben die denn an Seelen? 72 an Runen. Das ist ganz schön wenig. Jetzt schön hier die kleineren Krebelviecher ausschalten. Oh, jawohl. Und hier noch ein Grabpfeilchen mitnehmen. Oh, 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 da will ich mich raushalten. Oh, da könnte man fast sagen, das ist der Schimmelreiter, der Nebelreiter. Oh, ziemlich atmosphärisch, das gefällt mir. Was mir nicht so gefällt, sind die Zauber, die er kann, aber wir haben eine gute Resistenz gegen die. Ja, die Baumstämme. Schön zu unserem Vorteil nutzen. Ja, verdammt, ich glaube, den muss man so ein bisschen jagen, sonst wird das nichts. Außer natürlich, man benutzt die Umgebung als sein. An seine Falle. Oh. Ah, verdammt, da hat er mich getroffen. Shit, jetzt müssen wir schnell heilen. Sonst kommen da ein paar Krebelviecher. Okay, wir eliminieren den erstmal. Oh. 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 Jawohl. Friss den Schwerthieb. Los. Oh. Oh, gut, die Umgebung noch ausgenutzt. Sonst wäre es, glaube ich, gewesen. Jetzt müssen wir ihn jagen. Und dann haben wir sein Pferd. Ja, ich habe das gute Gefühl. Oh, shit. Ja, gestaggert und ausgeschaltet. Und er ist auch tot. Schön, aber das hat nicht so viel Seelen gegeben. Nein, verdammt. Oh. Da hinten scheint es ein bisschen rauszugehen aus dem Sumpf. In welche Richtung gehen denn die Seelen? Hier hinten? Das heißt, wir werden mal hier Richtung Nordwesten gehen und uns da ein bisschen oben schauen. Oh, da sind noch mehr von den Krebeviechern. Von den Sumpfzauberern. Oh Gott, die mit ihren Glocken. Es gefällt mir. Es ist schön atmosphärisch. Hier rollen wir die toten Schädel vorbei. Aber das sind nicht die, die Runen geben. Die goldene Runen oder so geben. Nein, das sind andere Leute. Oh, Moskitos. Vor denen habe ich ein bisschen Schiss. Die waren in Ark ziemlich stark, als es ziemlich unerfahren war. Und in Fallout sind die auch immer super nervig. Da ist noch so ein Schimmelreiter. Hier markiere ich mir mal. Marker platzieren. Marker entfernen. Ach, den habe ich direkt... Ah, verstehe. Ich weiß, was ich jetzt falsch gemacht habe. Hier hinter. Hoffen wir mal, dass dort der Ort der Gnade hin zeigt. Ich würde mich gerne mal setzen. Ein bisschen was aufsammeln. Hoffentlich mit dem Sturmwind ein bisschen durch die Gegend reiten. Ja, das sieht doch ein bisschen markant aus. Ruinen von Lascura. Oh. Wo auch immer du hergekommen bist, du kriegst jetzt auf die Schnauze. Goldene Runen. Grabpfeilchen. Ich ignoriere mal das Blaue, was da unten noch geschimmert hat. Achso, das waren einfach so ein paar Blümchen. Die da durch den Boden geklippt sind. Durch die Mauer. Schön angegriffen. Okay, das war der gleiche Typ. Aber wenn ich jetzt einen Sprungangriff hätte, ich hätte Lust drauf. Einmal ausweichen und zuschlagen. Schön staggern. Das sind die Vorteile von einer kleinen popligen Waffe. Von einem kleinen popligen Langschwert. Zack, zack, zack. Und ich bin erstaunt, das sind schon wieder Zauberer. Da
nachdem wir in der letzten Folge, oder in der vorletzten müsste das sein, andere Zauberer gefunden haben, Blutrose. Oh Gott. Da gehe ich... Ja, nee, das werde ich nicht betätigen. Oh, wir haben Schmiedesteine bekommen, die ich haben wollte. Oh Gott. Verdammt. 1400 Seelen kann man vielleicht noch ein bisschen verkraften. Ich glaube, wir bräuchten jetzt um die 3500 Seelen schon fürs nächste Level-Upgrade. Das wäre natürlich nicht so toll. Aber jetzt können wir mal schauen, ob wir hier den Sturmwind hervorrufen können. Karte? Nee, verdammt. Ich habe es ein bisschen verpasst, wie man denn rumreiten kann. Melina soll uns eine Pfeife gegeben haben. Eine Spektralrosspfeife. Inventar. Spektralrosspfeife. Ansicht wechseln. Das würde ich ganz gerne mal hier in meine Schnellauswahlliste packen. Schließen, umschalten. Ah. Und jetzt. Nein, das war das Waffenzücken. Oh. Nutzen. Oh. Ich wusste ja nicht, dass es wirklich so eine Art Rind ist. Okay. Dann werden wir mal die Gegner hier hinten ein bisschen zusammenschlagen und mal schauen, was wir so machen können. Wir können ja auch mit F wieder springen. Da hinten, oh, haben wir schon gesehen, wie es mit den Schaden aussieht. Ich muss sagen, so eine Lanze ist wirklich eine Sache, die man gerne haben möchte. Oh, was? Nein. Unser Spektralross gestorben ist. Glaube ich zumindest. Ja, meine Seelen. Die können wir jetzt da hinten vergessen. Aber in die Richtung will ich mich auf jeden Fall begeben. Nein, nicht nochmal mit einem Schwert. Ah, obwohl vielleicht... Na komm, wir probieren uns mal beidhändig. Ah, die Ruinen. Hier rieche ich wieder ein paar kleine Bosskämpfe. Ich schaue mich mal um. Wo könnte denn dieses verräterische Zeichen hinzeigen? Hier hinten. Hä? Warte mal, können wir uns jetzt hier hin teleportieren oder ist das nur so ein Ort? Ah, kein Fernort der Gnade. Nee, das ist kein Ort. Ja, stimmt. Wir haben ja kein Ort der Gnade gefunden. Kein Leuchtfeuer. Ja, wunderschön. Oh, der hat... Ach so, funktioniert deren Zauber. Die haben tatsächlich auch eine Glocke. Dann werde ich mal ein bisschen Ausdauer regenerieren und dann zweihändig schön zuschlagen. Schön. Jetzt sind es noch zwei und dann der große Fettklops. Großer Heiliger. Ich weiß nicht, wie man am Anfang überhaupt das Spektralross, den Sturmwind, verwenden soll. Oh, wow, was? Gott. Ho, schnell hier hoch. Ho, hinter die Säulen. Hinter die Säulen der Sicherheit. Gut, mein Freund. Oh Gott. Hallo? Ich dachte, du wärst noch ein bisschen anfängerfreundlich, aber das... Das ist nicht nach meinem Geschmack. Will ich jetzt hier durch oder will ich mich an dem probieren? Ich probiere mich an dem. Oh nein, nein, Vergiftung. Wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Wollen wir doch mal sehen, wie ich mich jetzt nochmal schlagen werde. Eventuell werden wir... Oh, den... Oh. Geiler Schlag habe ich da gemacht. Warte mal, warum ist jetzt hier ein Item? Ach, und hier ist ein Bonfire. Warum habe ich denn das übersehen? Wahrscheinlich, weil damals Tag war. Und jetzt ist schon eine düstere Nacht. Atmosphärische Nacht. Und die ganzen Krebeviecher verstecken sich alle. Handbuch des Schimmersteinmetzes. Schick, schick, schick. Verdammt, jetzt habe ich den Totenkopf aufgegeben mit seinen 200 Runen. 200 popligen Runen. Können wir hier irgendwas aktivieren? Sieht alles so verdächtig aus. Und wir haben
lange nicht mehr irgendwelche Schatzkisten gefunden mit richtig geilem Loot. Aber ich freue mich, jetzt sind wir nördlicher ein bisschen unterwegs, haben ein besseres Leuchtfeuer und können jetzt nochmal den Bosskampf probieren. Aha. Ich wäre aber eigentlich lieber da hinten durch, obwohl, ja, wenn ich hier schon nicht weiterkomme, warum sollte ich dann den Bosskampf aussuchen? Warum soll ich dann weitergehen, wenn ich hier schon Probleme habe? Das ergibt wenig Sinn. Die Viecher, ah, wir haben schön aufgefüllt. Ausdauer, jawohl, oh, schön. Zum Glück schränkt mich der Sumpf hier auch nicht so sehr ein, wie gedacht. Wie so das dritte Gebiet oder das vierte Gebiet von Dark Souls 3. Vor den Abyss Watchern. Der ist, glaube ich, eine Falle. Aber gut, wir können ihn ausschalten. Und jetzt kommt der Boss. Was? Wie soll man sich denn so schnell hier auf einen Kampf, oh Gott, einen Kampf vorbereiten? Und dann hauen die noch ab, die dreckigen Drecksäcke. Okay, ich gehe jetzt durch. Ich gehe jetzt durch. Ja, an einen anderen Ort. Bitte, 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 bitte. Da hinten habe ich noch ein seltenes Item gesehen. Puh, ja, ich habe Probleme mit dem Gebietsboss. Kein Problem, ich gehe in ein anderes Gebiet. Ich gehe nach Liuania. Da kommt wieder ein stärkerer Gegner, den ich nicht besiegen kann. Hey, ich gehe ins nächste Gebiet. Das ist doch ein Spaß. Ah, wir haben auf jeden Fall das Leuchtfeuer hier. Das macht es ein bisschen einfacher, aber ich glaube, hier kommen wir noch nicht so weit. Ah, das Wappen, das kennen wir noch schon von dieser Erzmine, von den anderen Zauberern. Karte des Treffpunkts. Oh, das werde ich mir nochmal anschauen. Oh, so sieht es dann wahrscheinlich aus, wenn man die Welt befreit hat, aber jetzt... Ah nee, aktuell ist es ein bisschen düster. Warte mal, jetzt können wir hier in den Süden, oder? Also in die andere Richtung. Oh. Oh, oh, oh. Wo waren wir denn davor? Da waren wir hier unten, gell? Ja. Jetzt sind wir hier oben. Das da hinten ist wahrscheinlich dann der Punkt, wo wir die nächste Karte bekommen. Hm.